Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dibs und heute gibt's eine weitere Folge Civilizations 5 mit unserer Fraktion Babylon. Ich mach mal eine Runde weiter, ja, wir hatten das ja schon vorbereitet in der letzten Folge. Okay, Stonehenge wurde in einem fernen Land gebaut, das Weltwunder ist also weg. Genghis Khan hat wem bitte? Kahokia den Krieg erklärt. Okay, die sind also dabei, sich zu bekämpfen. Genghis Khan war ja auch, glaube ich, ganz oben, was die militärische Stärke angeht. Eine Einheit hat genug Erfahrung, um aufgewertet zu werden. Was nehmen wir denn da? Küstenräuber oder Entermannschaft? Ich denke, ich nehme hier Entermannschaft, da ich mit dem ja eher so auf Barbarenjagd gehe. Okay, hier sind wir jetzt an unsere Grenzen geraten. Hier können wir nicht mehr weiter. Ihr seht's. Da ist sozusagen Schluss. Das heißt, wir müssen jetzt in die andere Richtung. Dann schicke ich ihn mal bis hier vorne. Werde ihn dann da ausheilen erstmal, wenn wir da angekommen sind. Denn das kann man nur in Hafennähe. Zumindest meines Wissens nach. Okay, hier sind wir jetzt genau an der Grenze von Genghis Khan, wenn mich nicht alles täuscht. Der platziert hier seine Truppen, als wenn er uns die gleich angreifen will. So sieht das fast aus. Und er hat auch schon einen ganzen Haufen, also dem dürfen wir uns auf gar keinen Fall anlegen. Ah ja, genau dem ja, dem Stadtstaat hier hat er den Krieg erklärt. Den will er sich also einverleiben, so wie es aussieht. Naja. Wie gesagt, mit dem müssen wir uns irgendwie gut stellen. Vielleicht können wir das gleich mal machen. Vielleicht können wir da gleich mal gucken, was wir da so machen können. Hier werde ich mal auf den Stein jetzt gehen. Und dann hatte ich ja gesagt, ich wollte mal gucken, ob wir mit dem irgendwie was machen können. Genghis Khan. Vielleicht können wir uns mit dem anfreunden. Handeln. Was hat er denn so? Salz hat er. Was möchtest du denn dafür? Nee, da will er nicht, da will er nichts tauschen. Das ist eigentlich schade. Botschaft annehmen. Was verlangst du dafür? Das funktioniert auch nicht. Okay, hier können wir jetzt scheinbar nicht so viel machen. Krieg mit. Dann lassen wir das erstmal. Wir müssen das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass wir mit dem vielleicht irgendwie was machen, sag ich mal. Uns gut stellen, sozusagen. Dass wir den als starken Verbündeten vielleicht an unserer Seite haben. Könnte auch ein bisschen schwierig werden, da wir halt genau neben ihm siedeln quasi. Und ich würde hier ganz gerne irgendwo noch eine Stadt eventuell bauen. Muss ich gleich mal gucken. Oder ich breite mich hier oben weiter aus. Das wäre auch eine Möglichkeit. Was macht ihr jetzt? Ich denke, genau, euch wollte ich ja jetzt mal hier zur neuen Stadt schicken, dass ihr da schon mal ein paar Luxusressourcen abbaut. Ihr könnt hier den Steinbruch errichten. Das Arbeitsboot müsste auch gleich fertig sein. Und unsere Unzufriedenheit, ja, müssen wir echt mal mehr drauf achten. Wir brauchen hier jetzt gleich die Luxusressourcen. Dann sollte das wieder hochgehen, denke ich. So, dann schauen wir mal hier nochmal. Naja, über den See dauert es natürlich ein bisschen länger. Aber was soll's. Okay, unser Schiffchen ist da. Das heißt, das werden wir jetzt mal ausheilen. Und dann gucken wir mal in die Richtung, was da noch so geht. Aber die Stadt hat ja gleich klein hier. Eine Riesenbelagerung. Dann wandern wir hier mal ein Stückchen weiter. Ein Naturwunder haben wir gefunden. Den Jungbrunnen. Herzlichen Glückwunsch, die Entdeckung des Naturwunders Jungbrunnen hat die Zufriedenheit im Reich erhöht. Ja, das ist gut. Haben wir jetzt eine Zufriedenheit gekriegt. Vorher hatten wir, glaube ich, minus 3. Ertrag beim Bewirtschaftet. Kein Ertrag. Ihr erhaltet plus 10 Zufriedenheit. Falls in eurem Gebiet freie Beförderung für angrenzende Einheiten heilen doppelt so schnell, okay. Naja, unsere Karawane ist fertig. Die schicken wir, denke ich, nach Antwerpen. Da kriegen wir ein bisschen Geld. Und das können wir auch dringend gebrauchen hier. Und genau, da holen wir uns die Krabben. Jetzt haben wir doch doppelt Krabben, oder? Ich nicht alles täuscht. Wir müssten jetzt doppelt Krabben haben. Vielleicht können wir jetzt mal hier handeln nochmal. Genghis Khan, möchtest du vielleicht Krabben haben? Aber ich gebe dir Krabben. Was gibst du mir dafür?
Hat er vielleicht selber. Ich möchte gerne das Salz hier. Magst du das nicht? Nee, mag er nicht. Können wir vielleicht mit dem... Wo haben wir denn den Attila? Ja, Attila hat Pferde. Pferde mag ich aber eigentlich nicht. Krabben, willst du vielleicht krabben? Was gibst du mir dafür? Oh, ja. Das können wir eigentlich machen. Haben wir dann mal ein bisschen was Bonus hier, ein bisschen Geld und so. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Okay, jetzt sind wir in unserer zweiten Stadt. Was bauen wir hier? Kultur, Kornspeicher, Nahrung oder die Bibliothek. Eventuell noch ein Siedler. Den Siedler baue ich gleich hier oben in Babylon, denke ich. Da baue ich gleich noch einen Siedler. Und hier werde ich jetzt einen Tempel. Schwierig. Und speichere die Bibliothek, empfiehlt er mir für Wissenschaft. Okay, ich denke, die werden wir nicht mehr fertig kriegen. Ich gehe jetzt auf die Bibliothek dann. Okay, den Bautrupp hier. Du sollst mal nach dort gehen. Dort eine Plantage errichten. Damit wir ein bisschen mehr Zufriedenheit bekommen. So, da bauen wir erstmal das Monument. Und der Jungbrunnen. Ah ja, alles klar, das war da. Das ist Napoleon. Okay, hier ist Napoleon. Der hat sich das quasi einverleibt. Das Naturwunder. Da kommen wir also erstmal nicht mehr ran. Es sei denn, wir bekämpfen die Napoleon. Wie sieht es hier mit dem Stadtstaat aus? Da hat er den Stadtstaat eingenommen. Der ist damit weg. Der ist damit weg. Okay, hier kommen wir jetzt erstmal nicht mehr lang. Eventuell gleich mal schauen, ob wir mit dem handeln können, dass wir da vielleicht mal offene Grenzen oder sowas bekommen. So, hier wollte ich jetzt einen Siedler noch bauen. Natürlich kriegt... Ah, jetzt hat... Ja, das war jetzt... Das ist natürlich super, dass er jetzt genau hier, wo ich eigentlich mein Städtchen hinbauen wollte, er sich da jetzt ansiedelt. Werde ich es vielleicht hier oben nochmal versuchen mit dem Siedler dann. Können eine Politik einführen, was nehmen wir da? Jede von euch gegründete Stadt erhöht den Kulturkosten der Politiker um 33%. Oh Gott, was nehmen wir denn hier? Zufriedenheit... In jeder Stadt, die mit der Hauptstadt verbunden ist. Ich denke, ich nehme das hier mal. Bringt aktuell zwar noch nicht so viel, da wir noch keine Straßen haben, aber dann können wir uns da ja gleich mal drum kümmern. Was das als nächstes dann passiert. Und ich würde sagen, hier geht erstmal noch... Ich würde sagen, ihr fangt jetzt an, hier automatisch zu modernisieren, weil ich habe keinen Bock mehr, mich darum immer zu kümmern. Ich mache das dann immer relativ zeitig, dass sie das dann einfach automatisch machen. So, nächste Runde. Okay, ich denke, den schicke ich mal jetzt nach oben, dass der gleich meinen Siedler begleiten kann. Okay, das Schiffchen ist ausgeheilt. Dann können wir mit dem mal ein bisschen weiter erkunden gehen. Ihr seid fertig. Dann geht ihr jetzt hier hin und richtet da bitte auch einen Steinbruch. Nächste Runde. Der Mensch, okay, wir haben die Theologie. Braucht für sein Seelenheil drei Dinge. Das Wissen, woran er glauben soll, das... Wir sind im Mittelalter angelangt. So, euch wollte ich zurückschicken. Mit dem gehen wir erkunden. Alles klar, jetzt haben wir hier alles aufgedeckt soweit. Dann müssen wir hier unten nur noch einmal rumfahren. Das sieht fast so aus, als wenn das hier ein Kontinent ist mit unseren drei Fraktionen. Ja. Okay, unser Siedler ist fertig. Das mit dem Attila hier passt mir irgendwie gar nicht, muss ich sagen. Der sich da jetzt so breit gemacht hat. Ich denke, gegen den werde ich in den Krieg ziehen müssen, wohl oder übel, und mir hier diese Stadt besorgen.
Könnte ein hartes Stück Arbeit werden, denn er ist immer ziemlich stark aufgestellt militärisch. Vielleicht lasse ich es auch, ich muss es mal gucken, wie wir das so hinkriegen. Auf jeden Fall gehen wir erstmal hier auf Wissenschaft jetzt weiter. Napoleon hat Attila den Krieg erklärt. Napoleon hat Attila den Krieg erklärt. Wollen wir uns mit Napoleon vielleicht gut stellen? Geht das? Napoleon, was hast du denn so? Handeln? Möchtest du hier irgendwas? Edelsteine hättest du. Was belangst du dafür? Marmor. France t'offre cette proposition exceptionnelle. Offene Grenzen. Botschaft annehmen? La France. Belangst dir dafür ein Gold. Proposition exceptionnelle. Krieg gegen, Krieg mit. Frieden mit. Okay, was ist denn, wenn ich Krieg gegen Attila führe? Was gibst du mir dafür? Bien sûr que non. Ne, will er mir nichts begeben. Nous refusons. Continue. Sollen wir eine Freundschaftserklärung unterzeichnen? Sollen wir einen Krieg erklären gegen? Bien sûr que non. Okay, er will sich mit uns nicht befreunden, so wie es aussieht. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Wer nicht will, der hat schon. So, unser Schiffchen. Wenn wir hier oben unser Städtchen bauen, sag ich mal, unser viertes Städtchen, könnten wir theoretisch ja auch über Wasser einfach handeln. Quasi die Verbindung hier mit Babylon über Wasser errichten. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich denke, keine schlechte. So, der Bautrupp hier ist fertig. Hier war es denn der da? Würde ich sagen, kann man hier... Okay, er will eh das Geländefeld holen. Dann würde ich das hier ganz gerne kaufen. Dann geht ihr da mal hin und baut da eine Mine. So, mit dem kommen wir hier noch ein bisschen rum. Wird das hier auch noch zu Attila, so wie es aussieht? Ja. Produktion wählen. Was sagt denn unser Gold? Wir haben auch nicht viel Gold. Das ist alles ziemlich kritisch. Würde ich sagen, bauen wir hier erstmal den Kornspeicher, Wassermühle. Zirkus, warum können wir denn keinen Zirkus bauen? Ah, wir brauchen Pferde. Er empfiehlt uns das im Amphitheater. Ah, dann bauen wir das doch jetzt einfach mal. Großes Staatsoberhaupt, was würdet ihr davon halten, eine Freundschaftserklärung zu unterzeichnen? Ich hoffe, dass wir ein starkes Band zwischen unseren zwei Reichen knüpfen können. Ja, das können wir machen. Das wollte ich doch vorhin schon mit der Mongolei. Sonnenreich. Ich empfehle euch, keine zu enge Bindung mit der Zivilisation Mongolei anzugehen. Andernfalls können wir Probleme miteinander bekommen. Ja, kommt drüber hinweg. Ich mag dich eh nicht, da du mir hier meinen Platz weggenommen hast. Wie gesagt, da. Der gefällt mir nicht hier. Das Städtchen da, das hätte ich ganz gerne. Das hätte ich halt ganz gerne gehabt. Da werden wir wohl nicht um einen Krieg drum herum kommen. Ich habe gehört, dass ihr freundschaftliche Beziehung mit der Zivilisation Mongolei aufgenommen habt. Schön, das zu hören. Ich bin selbst mit ihm befreundet. Okay, ja, das sieht doch gut aus. Attila. Okay, das ist das die Gold, also wie viel Gold die Spieler haben. Das Attila ziemlich weit oben. Sprich, hat ziemlich viele Einnahmen. Mein Königreich für ein Pferd. Okay, ich denke, ich werde mich jetzt mehr aufs Militär fokussieren und versuchen, ja, mit dem Attila da irgendwie ja, den irgendwie beseitigen zu können oder mich mit dem hier so ein bisschen auseinanderzusetzen, dass ich hier vielleicht das Städtchen da kriege. Dem hier gehen wir noch ein bisschen weiter erkunden. Kommen wir nicht dran vorbei hier. Können wir mit dem nicht sprechen? Juhu! Ich möchte ganz gerne offene Grenzen. Kann man nicht.
Okay, öffentliche Verwaltung brauchen wir dafür. Juhu. Sonst was, was wir irgendwie handeln können? Pferde? Gold, Botschaft. Nicht sicher. Unser Krieger. Der Bautrupp hier, was macht der denn jetzt als nächstes mal? Unten haben wir noch nichts gebaut. Könnten wir noch was hinbauen? Okay, hier unten ist das jetzt hier die Landesgrenze von Napoleon wieder scheinbar. Da kommen wir dann wahrscheinlich nicht mehr weiter. Option wählen. Streitwagen, Bogenschütze. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal ein paar Einheiten ausrüsten, aber vorher noch die Kaserne bauen. Und hier bauen wir die Wassermühle. Die Mathematik ist Tor und Schlüssel. Okay, haben wir die Mathematik erforscht. So, und da sind wir dann auch gleich in Reichweite, dass wir unsere Stadt gründen können. Unsere vierte müsste es dann sein, ja. Attila hat Frieden mit Napoleon geschlossen. Mhm. Haben die überhaupt was gemacht hier? Wahrscheinlich hier unten, wo wir nicht drauf zugreifen können, wo wir keinen Blick haben. Ach nee, guck mal an hier. Guck mal hier. Der Napoleon. Ah, der hat sich unsere Stadt da gesichert, die wir da haben wollten. Hm. Okay, der Bautrupp hier wollte da ein Jagdlager errichten. Und den Siedler wollte ich ganz gerne ausgewählt haben. Da haben wir den Siedler. Jetzt müssen wir hier mal gucken, wo wir unser Städtchen gründen. Haben hier drei Vorschläge. Der hier würde ganz gut aussehen. Denke ich. Ja. Da haben wir gleich zwei Nahrung drauf. Wir haben hier Eisen, Schafe. Hier würden wir vielleicht noch drankommen. Fisch. Ich denke, hier ist die beste Wahl. Okay, hier sind wir unten am Wasser jetzt angekommen. Da gibt es dann nichts mehr zu sehen, sozusagen. Ich würde hier an ihm ganz gerne mal vorbeikommen, aber da komme ich leider nicht durch. Dann wartest du jetzt. Ach, und unsere Zufriedenheit ist miserabel. Du gehst jetzt auf Bereitschaft. So. Der Siedler baut da jetzt das Städtchen. Und ihr geht wieder zurück. So, du bleibst auf Bereitschaft. Ich denke, hier können wir jetzt eh nicht mehr so viel erkunden. Nein, wir haben hier Napoleons Grenzen, da kommen wir einfach nicht mehr durch jetzt. Wir können hier jetzt nach rechts noch gehen, das machen wir mit unserem Bogenschützen. Okay, hier beginnen wir mit dem Monument. Und wir müssen jetzt hier auf jeden Fall zusehen, dass wir unsere Beliebtheit hochkriegen. Sonst wird das hier nichts mehr. Wir wachsen einfach viel zu langsam sonst. Noch ein Stadtstaat gefunden, Vancouver. Produktion wählen. Haben auch noch gar kein Weltwunder gebaut hier. Wir haben auch keine guten, die wir irgendwie gerade bauen könnten. Brauchen jetzt Zufriedenheit. Zufriedenheit brauchen wir. Einen Bautrupp vielleicht, den da hochschicken. Wodurch geht denn die Zufriedenheit nach unten? 16,5 durch Bevölkerung erzeugt. Das heißt, je mehr wir wachsen, umso mehr Unzufriedenheit produzieren wir auch. Würde ich sagen, gehen wir hier irgendwie mal auf Produktion. Haben wir hier irgendwie was dafür? Stallung, Kosten, Tempel, 2 Unterhalt, Garten,
Generierung großer Persönlichkeiten in der Stadt. Ein kostenloser großer Prophet erscheint. Ich versuche mal dieses Wunder da einfach mal zu bauen. Ich denke zwar nicht, dass ich das noch fertig kriege, aber vorsichtig. Wenn ihr euer Reich weiter in Gebiete ausdehnt, die ich als die meinen betrachte, macht ihr dadurch... okay. Entschuldigen wir uns. Wir siedeln dort, wo es uns gefällt. Okay, den Pautrupp, den schicke ich jetzt mal nach da oben. Oder haben wir hier noch was zu bauen? Da eventuell die Pferde. Oder haben wir die Farm da schon? Ich glaube, die haben wir sogar schon. Weißt du was, du machst jetzt auch automatisch. Da mag ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern. Okay, dann haben wir hier jetzt auch die letzte quasi Grenze gefunden. Und hier ist auch das Land zu Ende. Es könnte noch interessant werden hier. Bauen wir jetzt mal einen Zirkus für mehr Zufriedenheit. Es könnte noch interessant werden hier. Wie gesagt, drei Fraktionen auf diesem Kontinent. Wie viel haben wir denn insgesamt? Ich glaube, zwei andere gibt es sonst noch, die woanders sich angesiedelt haben. Ich werde dann jetzt versuchen, langsam mit meinen Bogenschützen zurückzukommen. Muss ich mich also mit dir und der Mongolei befassen. Ich werde ihnen eine Lektion erteilen müssen. Nun gut. Die mag mich also auch nicht. Ihr seht schon, wir sind sehr beliebt hier. Aber was soll ich denn tun? Muss mich ja auch irgendwo ausbreiten dürfen, oder? Steinwerke. Okay, die bringt Zufriedenheit, die bauen wir. Ich denke, das wird hier nicht gut für uns ausgehen. Das habe ich irgendwie so ein Gefühl, dadurch, dass unsere Zufriedenheit die ganze Zeit so miserabel weit unten ist. Aber ich versuche das mal jetzt hier irgendwie zu pushen. Speicher, Bibliothek. Okay, ihr baut jetzt mal eine Kaserne. Da oben. Was machen wir da oben? Arbeitsboot, oder? Oder bauen wir hier oben jetzt erstmal einen Bautrupp? Kornspeicher. Ein Schrein. Fangen wir mit dem Schrein an. Macht vielleicht nicht so viel Sinn, aber... Das Einzige, was uns... Okay, da kommen wir jetzt nicht mehr durch, ne? Na super. Können wir wassern? Können wir auch noch nicht. Okay, was machen wir jetzt mit dem? Komm, dann heilst du da jetzt erstmal. Wir können eine Politik einführen, dann nehmen wir jetzt hier das noch, dann haben wir das fertig, würde ich sagen. Ja. Wir haben hier auch nur zwei Stadtstaaten, ne? Eins, zwei Stadtstaaten, ja. Das heißt, auf Stadtstaaten gehen bringt dann nachher auch nicht mehr so viel. Was machen wir jetzt hier? Den Propheten? Ne, ich denke, ich gehe auf den Wissenschaftler. Und dann baue ich hier dieses komische Dingens. Eine Akademie ist es. Wir haben ein goldenes Zeitalter jetzt. Okay, Napoleon wird uns wohl den Krieg erklären, wie es aussieht, oder? Genghis Khan ist eine Gefahr für die Ordnung dieser Welt. Die Zeit ist reif, um diese Gefahr ein für alle Mal zu beseitigen. Werdet ihr mir dabei helfen? Genghis Khan. Ne, mit dem wollte ich mich gut stellen, Kollege. Und du hast mich ja vorhin auch schon denunziert, da... Nee, da helfe ich dir nicht. Gebt uns 10 Runden Zeit, könnt ihr es wagen? Es tut uns leid, daran haben wir kein Interesse. Könnt ihr es wagen? Okay, Stadtverbindung errichtet. Das heißt, wir haben jetzt eine Stadtverbindung zwischen Babylon und Akkad. Okay, das ist doch schon mal schick.
Du gehst mal handeln. Und zwar am besten hier unten hin, wa? Dem oder möchte ich mich mit dem gut stellen? Nee. Wachstum will ich auch gerade nicht. Wir gehen da unten handeln mit Genghis Khan. Mit dem will ich mich jetzt gut stellen. Das ist jetzt mein Verbündeter. Oder soll es werden? Guck mal hier. Wenn wir das Ding da fertig kriegen würden. Das ist viel Zufriedenheit. Da versuche ich jetzt mal drauf zu gehen. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Städte, die alle besuchen wollen. Sortiert Städte nach Tourismusproduktion. Produktion wählen. Baut einen Markt. Markt bringt Geld. Markt bringt Geld. Markt oder Wassermühle? Wassermühle bringt plus ein Produktion. Na komm, gehen wir auf die Wassermühle. Terrakotta-Armee in einem fremden Land gebaut. So, hier können wir was Neues bauen. Ich hätte hier ganz gerne eigentlich einen Bautrupp, aber das dauert mir zu lange. Wir haben auch kein Geld mehr. Haben kein Geld mehr. Gibt's hier jetzt erstmal den Kornspeicher. Einheit benötigt Befehle, die Karawane. Die schicken wir mal los. Und zwar... Ihr könnt wieder nach Antwerpen eigentlich. Den möchte ich mich da ganz gerne noch ein bisschen gut stellen. Und ich würde sagen, wir sind auch schon ziemlich weit vorangeschritten in dieser Folge, so was die Zeit angeht. Und dann beenden wir das Ganze jetzt hier mal. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, bis dann, ciao.